Herzlich willkommen zu dieser Predigtserie über die Bibel. Heute Teil 7, die vier Evangelien. Sie bezeugen Jesus Christus als die gute Nachricht. Heute schauen wir uns nur Markus und das Matthäus-Evangelium an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die ersten drei Bücher im Neuen Testament, Matthäus, Markus und Lukas, werden die synoptischen Evangelien genannt. Synoptisch meint mit einem Auge sehen. Das bedeutet das gleiche Sehen. Sie haben viele Ereignisse, die im Grunde übereinstimmen und auch die Reihenfolge der Geschehnisse stimmen überein. Mathematisch gesehen kann man 91% vom Markus-Evangelium in Matthäus vorfinden und 53% im Lukas-Evangelium. Johannes, das vierte Evangelium, ist da ganz anders. Es hat oft eine tiefere Bedeutung, als was man auf Anhieb wahrnimmt. Dennoch haben alle vier Evangelien dasselbe Ziel, Jesus als den Christus, den Messias und als den Sohn Gottes zu bezeugen. Matthäus schrieb an die Juden und zeigte, wie Jesus in der Heilsgeschichte des Volkes Gottes hineinpasst. Im ersten Vers sagt er: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Markus fängt sein Evangelium mit den Worten an: Dies ist der Anfang des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Lukas schrieb sein Evangelium an einem griechischen Freund, Theophilus, was der Gottliebende bedeutet. Er nennt den Sinn seines Evangeliums, indem er sagt: So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Johannes sagt erst am Ende seines Evangeliums in Kapitel 21, warum er es schrieb, nämlich: Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es genügt also nicht nur, bestimmte Wissen oder Fakten über Jesus zu kennen, sondern es ist wichtig, an ihm zu glauben, in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu leben. Wir wollen uns die ersten beiden Evangelien etwas näher anschauen. Das Markus-Evangelium. Markus trägt den Symbol Löwe. Es ist das Tier der Wüste und bedeutet Mut und Kraft. Das Markus-Evangelium ist das älteste und kürzeste Evangelium. Der letzte Drittel beschreibt die letzten Tage Jesu hier auf Erden, sein Leiden, Tod und seine Auferstehung. Der Schreiber war wahrscheinlich Johannes Mark, ein enger Kollege von Petrus, von wem er wohlmöglich alle Informationen bekommen hatte. Er schrieb an römische Christen, die der Christenverfolgung und Märtyrertod ausgesetzt waren. Indem sie sich das Leben Jesu, ihr Meister, vor Augen hielten, würde es ihnen eine Hilfe und Mut in diesen Situationen sein. Markus berichtet weniger von Jesu Worte, aber mehr von seinen Taten, sowie auch seine Menschlichkeit. Denn Jesus erfuhr Hunger, er wurde wütend, hatte das Bedürfnis, sich auszuruhen, zeigte Mitleid, praktizierte Liebe und auch erlitt physisches und seelisches Leiden am Kreuz. Das zentrale Thema Markus Evangelium ist die Frage: Wer ist Jesus? Der Evangelist bezeugt es schon in den ersten Vers seines Evangeliums. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus oder Messias, dem Sohn Gottes. Johannes der Täufer sieht ihn als: Einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Bei Jesu Taufe kam eine Stimme von Himmel und sagte: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus erfuhr durch seine Taten viel Widerstand von der jüdischen Obrigkeit, denn er vergab Sünden, eine Tat der Gotteslästerung,
Denn nur Gott konnte sowas tun, dachten sie. Er aß mit Sündern und übertrat das Sabbatgebot. Schon in Markus 3 lesen wir, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten planten, ihn umzubringen. Der Wendepunkt im Leben Jesu kam, als er seinen Jüngern in Markus 8 fragte: Wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus, er antwortete: Du bist der Christus. Von da an ging Jesus den Weg nach Jerusalem, seinen Leidensweg entgegen. Vor dem Hohen Rat stellte der Hohepriester Jesus die entscheidende Frage: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und hier offenbart Jesus zum ersten Mal seine wahre Identität, indem er antwortete: Ich bin's, und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Was hat Jesus hiermit behauptet? Jesus sagt, dass er die Erfüllung von Daniel Kapitel 7 ist. Denn dort steht: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, in dieser Vision, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jesus ist auch die Erfüllung von Psalm 110, Vers 1, denn dort steht: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Nochmal, Jesus sagt: Ich bin's, und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Hier bezeugt Jesus, dass er die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen sind. Hier am tiefsten Punkt seines Lebens, als er ein Gefangener war, behauptet er, dass er der Messias, der Sohn Gottes, sei. Vielleicht können wir die völlige Empörung, den Schock und die Wut der jüdischen Autorität über diese seine Behauptungen nachspüren und dass sie ihre Kleidung zerrissen und ihn zum Tode verurteilt hatten. Doch was Jesus damals behauptete, stimmte. Ja, unvorstellbar ist, dass gerade ein heidnischer römischer Hauptmann, der Jesus sterben am Kreuz beobachtete, dann bekannte: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Vorher teilte Jesus seinen Jüngern den Zweck seines Lebens hier auf Erden mit, indem er sagte: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Erst in seiner Passion wird deutlich, dass Jesus der Messias, der von Gott gesandte Retter ist. Erst hier wird deutlich, dass er der Sohn Gottes ist, der für die Sünden der Menschheit starb, um sie zu befreien. Und somit, das Markus-Evangelium stellt auch uns die Frage: Wer sagst du, dass Christus Jesus sei? Ist Jesus für dich nur ein netter Mensch, ein frommer Mann, ein guter Prediger und Lehrer gewesen, oder ist er mehr? Das Markus-Evangelium führt dich in der Krise und fordert eine Entscheidung. Entweder du verachtest Jesus, so wie die Pharisäer es taten, und versuchst ihn loszuwerden, oder du akzeptierst und erkennst ihn als den Sohn Gottes, der dich erlöst hat, an. Paulus erinnert uns in Römer 10: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mehr ist nötig als nur ein Lippenbekenntnis. Gott will unser Herz und ganzes Leben mit seiner Gegenwart erfüllen. Und somit wieder die Frage: Wer sagst du, wer ist Jesus? Wozu hast du dich entschieden? Das Matthäus-Evangelium. Matthäus trägt dem Symbol Mensch mit Flügeln oder Engel und bedeutet Weisheit. Das Matthäus-Evangelium ist das längste Evangelium mit 28 Kapiteln. Der Name Matthäus bedeutet Gabe des Herrn. Er war ein Zöllner, der durch Jesu Ruf in die Nachfolge zum Jünger wurde.
Er schrieb das Evangelium für seine Mitjuden und zeigte, wie Jesus die Erfüllung vieler alttestamentlicher Verheißungen über den Messias war. Er fügte einen Stammbaum ein, einige Erfahrungen Jesu als Kind und hat auch viel mehr Auferstehungsdetail. Für Matthäus ist Jesu Reden oder Lehren sehr wichtig. Es gibt fünf wichtige Einheiten. Dies könnte darauf hindeuten, dass er sein Buch der Struktur des Pentateuchs, die ersten fünf Bücher Mose, anpasste. Daher kann sein Evangelium als neues Torah oder Gesetz angesehen werden und dass Jesus also größer ist als Mose, eine provozierende Aussage in seinem jüdischen Umfeld. Die fünf wichtigsten Einheiten sind erstens die Lehre Jesu und seine Taten, die Bergpredigt, Matthäus 5. Zweitens Aufgaben der Leiter im Reich, Matthäus 10. Drittens die Gleichnisse über das Himmelreich, Matthäus 13. Viertens Demut und Vergebung im Reich, Matthäus 18. Und fünftens das kommende Reich, Matthäus 24 und 25 und auch 28. Jesus selbst fängt sein Wirken an, indem er sagt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aus Ehrfurcht vor Gottes Namen wird der Name Gottes nicht verwendet. Anstelle des Reiches Gottes sagt Matthäus das Himmelreich. Im Zentrum seiner Lehre Jesu stand das Konzept des Gottesreiches oder die Herrschaft Gottes. In Matthäus 22 finden wir das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist aber dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir müssen Liebe von Gott bekommen, damit wir befähigt werden, Gott, unseren Nächsten und sogar uns selbst zu lieben. Es ist auch diese Liebe, die uns die Vollmacht gibt, den Missionsbefehl Jesu, mit dem Matthäus sein Evangelium abschließt, zu erfüllen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 beschreiben den Höhe- und Zielpunkt des Evangeliums. Kommen wir schauen uns das an. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus wird in seiner göttlichen Hoheit dargestellt. Er regiert souverän. Und weil das so ist, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das bezeugt die universale Reichweite des Evangeliums, das, nachdem es von den Juden abgelehnt wurde, allen Völkern gegeben wurde. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gemeinde spielt im Matthäusevangelium eine wichtige Rolle im Missionsbefehl Jesu. In diesem Umfeld der Gemeinde werden Menschen zu Jüngern berufen, gelehrt und wachsen in der Erkenntnis, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wichtig für Jesus ist die Ethik, wie man im alltäglichen Leben den Willen und Ziel Gottes erkennt und danach tut. Das Doppelgebot der Liebe treibt uns auch dazu, den geringsten Brüdern und Schwestern Jesus zu dienen und auch den Feind mit Liebe zu begegnen. Wir werden zur Gehorsamkeit aufgefordert, indem die Liebe sich praktisch erweist, indem wir helfen, freundlich sind, gerne vergeben, Barmherzigkeit erweisen, Liebe üben und gnädig sind. Das zeigt, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern Taten. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Weltgeschichte läuft auf ein Ziel zu. An diesem Ende wird Jesus wiederkommen und das jüngste Gericht halten, wie Matthäus 24 und 25 es schildern. Somit sollen wir darauf uns vorbereiten. Das können wir, indem wir uns auf seine Verheißung, dass er immer bei uns ist, bis an der Ende der Welt verlassen. So, wie reagieren wir auf den Ruf zur Umkehr zu der Königsherrschaft Gottes? Bist du bereit, als Jünger Jesu ihn verbindlich als Herrn und Meister nachzufolgen?
Diese beiden, das höchste Gebot und der Missionsbefehl, brauchen einander, damit eine Gemeinde gesund bleibt und auch ein Christ. Das Gebot der Liebe führt zum inneren Wachstum, während der Missionsbefehl geht hin in alle Welt zum äußeren Wachstum beiträgt. Rick Warren sagte mal, die tiefe Verbindlichkeit zu dem höchsten Gebot und dem Missionsbefehl Jesu sind die Wesensmerkmale einer großartigen Kirche. Glaubst du das? Der Herr, der beruft, befähigt auch. Das geschieht auch während dieser Lockdown-Phase, wo wir berufen sind, als Kirche zu wirken und sein Reich auszubreiten. Ich fasse zusammen. Ein Mann, der in Kanada lebte, war noch nie bei den Niagara-Fällen gewesen. Aber jetzt, nachdem er eine lange Zeit sein Geld gespart hatte, war er endlich auf den Weg dorthin. Dort, in einem Gebäude, sah er ein großes Bild der Wasserfälle, die die gesamte Seite einer Mauer bedeckten. Er fragte sich, warum es ein Bild von den Wasserfällen in dem Gebäude in der Nähe der Wasserfälle geben würde. Aber als er näher kam, um sich das Bild zu betrachten, waren es die wirklichen Fälle, die er durch eine klare Glaswand sah und die mit einem Bilderrahmen eingerahmt waren. Die Evangelien sind lediglich einen Rahmen, um auf den wirklichen lebendigen Christus hinzuweisen und ihm den Weg zu ebnen. Sie sind kein Bild von ihm, sondern nur einen Rahmen für ihn. Wir müssen hindurchblicken und uns mit dem lebendigen Christus befassen. Die Evangelien verkündigen Jesus als die gute Nachricht. Es sind wie die verschiedenen Seiten eines Diamantes, die in die Sonne aufblitzen. Er, der Sohn Gottes, kam als Menschensohn, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er kam, um uns das Himmelreich zu verkündigen und die Herrschaft Gottes einzuführen. Er kam und offenbarte und verschenkte Gottes unendliche Liebe zu den Menschen. Liebe, die bereit war, in den Tod für unsere Schuld zu gehen, damit wir das ewige Leben bekommen. Das ist für wahr gute Nachricht. Gute Nachricht für unser Leben und gute Nachricht sogar für unser Sterben. Gute Nachricht, die Hoffnung, Sinn und ein Ziel gibt an unser ganzes Leben. Es ist diese Liebe, die uns nötigt und bevollmächtigt, auszureichen und sein Königreich durch Wort und Tat auszubreiten und zu verkündigen. Somit nochmal die zwei Hauptpunkte. Wer ist Jesus denn für dich? Hast du seine Liebe angenommen und bist du seinen Ruf in die Nachfolge gefolgt, um sein Himmelreich durch Wort und Tat zu verkündigen? Bist du bereit, das jetzt zu tun? Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Gottes Herz uns offenbart hast durch deine Taten, durch deine Lehre, durch deine Wunder. Ja, und vielleicht ist da eine Person, die heute zum ersten Mal begreift, wer du bist. Wir bitten dich, komm in unser Leben, komm in unser Herz. Erfülle uns mit deiner Gegenwart. Lebe mit uns heute und morgen. Schenke uns die Vision deines Himmelreiches. Und dass dein Reich, das im Himmel ist, auch schon hier zeichenhaft auf Erden sichtbar wird. Ja, Herr, schenke uns Mut, Menschen mit einzuladen, Menschen zu rufen, dass sie deine Jünger werden, im Glauben wachsen und deine Liebe verschenken durch Wort und Tat. So geh mit uns auch in dieser Lockdown-Periode. Schenke uns Einsicht, wie und wo wir immer noch Kirche sein können
und dein Reich und wie du dein Reich auch durch uns baust. Das bitten wir in Jesu Namen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.